So, da sind wir schon wieder zurück mit dem nächsten kleinen Tipp, beziehungsweise wo finden wir Eisenerz? Dieselbe Frage habe ich mir nämlich auch gestellt und ich drehe mich einfach mal um. Yep, wir müssen in die Krypta. Dazu habe ich natürlich auch schon ein Video hochgeladen. Einfach mal in der Playlist nachgucken, wie ihr hier reinkommt, wie ihr die ganze Krypta-Geschichte findet. So, wir gehen direkt rein. Und vor allem als allererstes, was müssen wir mitnehmen? Richtig, Spitzhacke. Spitzhacke ist nämlich hier das Allerwichtigste. Vor allem, wenn ihr wirklich farmen wollt, holt euch am besten direkt zwei mit. Einfach nur so als Tipp, weil ihr werdet eine Menge abbauen können. Und wenn wir gleich mal unsere Stelle gefunden haben, muss ich euch nämlich noch was verraten. Das Ganze kann man nämlich nicht einfach teleportieren. So, wir bauen erstmal hier ab. Zack. Weil, wenn ihr hier reinkommt, ich zeige es euch nur ganz kurz, ist dieses Tor, war hier quasi verschlossen, genau mit in diesen schlammigen Schrotthaufen. Den kann man jetzt abbauen und wartet. Zack, zack, zack. Na, komm schon. Vor allem, wieso sind da Lederreste drin? Manchmal frage ich mich auch, was in dem Spiel los ist. Jetzt haben wir natürlich hier noch nichts gefunden. Jetzt muss ich aber die Reste hier noch weg. Zack, zack. Kommt jetzt der berühmte Vorführeffekt? Oder habe ich es eingesammelt und habe es nicht gesehen? Nein, noch nicht. So, dann haben wir hier noch Reste. Oh, die Ausdauer. Nachher beim Abbauen, die Ausdauer ist echt teilweise eine Katastrophe. Ah, da haben wir es. Eisenschrott gefunden. Zack. Es ist alt und verrostet. Du kannst es einschmelzen und wiederverwenden. Eisenschrott, was kommt natürlich am Ende raus? Richtig, Eisen. Und davon braucht ihr halt eine Menge. Stand jetzt, was mir so bekannt ist, bekommt man Eisen aber nur aus Kryptas raus. Bedeutet, ihr müsst quasi wie ich jetzt, deshalb bin ich nochmal hier, wirklich den ganzen Schlamm einfach abbauen. Und dann zeige ich euch noch was. Das war nämlich unser Problem. Ich habe dann nämlich unser Eisen ist nämlich hier, da war unsere Krypta und wir sind hier. Also habe ich logischerweise ein Portal hier rüber gebaut und wollte dann mit dem schönen Eisen wieder zurück. Aber wir sehen hier oben rechts, man kann es nicht teleportieren. Was bedeutet das für uns? Wir dürfen erstmal hier ein bisschen alles sammeln und dürfen dann schön mit dem Schiff einmal komplett alles abholen. Aber wir sind schon überlegen, ob wir uns nicht hier eine neue Basis bauen, beziehungsweise eine Zwischenstation. Müssen wir einfach mal gucken. Aber hauptsächlich soll es ja jetzt ums Eisen gehen. Jetzt wisst ihr auch, wie ihr euer Eisen abbauen könnt. Wie gesagt, wenn ihr hier reingeht und geht farmen, holt euch Steppen, beziehungsweise wenn ihr das erste Mal reingeht, holt euch am besten direkt schon zwei Spitzhacken mit. Einfach nur so als kleinen Tipp, weil selbst wir hatten. Meine Frau hatte zwei Spitzhacken dabei, ich hatte eine dabei, sind zusammen drei und es hat immer noch nicht gereicht, um alles leer zu machen. So, das soll es eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß beim Zocken und haut rein.